gestern 1-3 verloren. Was soll ich dazu sagen? Wir waren schlicht und ergreifend nicht effektiv genug. Sicher, nach dem 0-3 haben wir uns nochmal aufgebäumt. Dann haben wir auch nochmal uns Chancen herausgearbeitet. Haben einen schönen Anschlusstreffer gemacht. Aber das war einfach zu wenig gestern. Letztendlich ist es so, das war die dritte Niederlage in Folge, wobei ich jedoch sagen muss, das Spiel hätten wir gestern nicht unbedingt verlieren müssen. Es ist nicht so gewesen, dass die Gladbacher so unwahrscheinlich viel besser waren als wir. Im Gegenteil, ich finde, das war eine Zeit lang war das ein Spiel auf Augenhöhe gewesen. Es ist aber auch so gewesen, die Gladbacher waren einfach effektiv. Ja? Bei uns war noch Jesper Blenker der beste Mann gewesen. Gestern, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das einfach gestern letzten Endes von der Effektivität nicht gereicht. Ja, wir haben uns zwar Chancen herausgearbeitet, auch gut herausgespielt, aber trotzdem ist es einfach zu wenig gewesen. Da musst du, wenn du Chancen herausarbeitest, wenn du sie richtig herausspielst, dann müssen die Dinger auch drin sein. Ja, es ist nun mal so. Wir müssen schauen, dass wir wieder in die Volksschule zurückkommen. Jetzt haben wir erstmal eine Länderspielpause. Und da muss auch der Support wieder da sein. Mir ist gestern aufgefallen, natürlich gestern einmal eine fantastische Choreo. Und dann müsste man auch erwarten, dass da eine großartige Stimmung kommt. Was mir aber gestern aufgefallen ist, dass gerade aus der Ostkurve, dass da überhaupt keine Fahnen da waren. Es gab nur eine sehr fragwürdige Liedauswahl. Es war einfach zu wenig. Da muss ein Support her, dass es wirklich nur so knallt und dass dann die Fans vom Gegner absolut keine Chance dagegen haben. Es muss wirklich laut werden. Es muss richtig krachen. Nicht, dass das, ich habe da gestern nur wirklich die ganzen Zeit die verschissenen Gladbacher mit dem eben so verschissenen da gehört, das ist wirklich das Sinnloseste, was man sich nur vorstellen kann. Ja, und das war gestern einfach zu wenig gewesen. Ich verlange von einem Support, dass er die Mannschaft richtig nach vorne peitscht. Und das hat mir gestern gefehlt. Gestern war das generell so gewesen, ich will nicht sagen, dass die Mannschaft nicht wollte, es ist aber wieder so ein Spiel gewesen, da haben wir aber trotzdem gezeigt, woran es mangelt. Es mangelt einfach an der Effektivität. Und ich will auch jetzt niemanden wirklich nennen, das ist einfach, wie schon gesagt, wir verlieren und gewinnen zusammen. Jetzt haben wir erstmal die Länderspielpause und dann geht es in 2 Wochen auch schon wieder weiter in Freiburg und da muss es wirklich ganz anders laufen, da müssen wir endlich den Hebel wieder rumlegen. So, und ihr könnt mir jetzt bitte unten ins Kommentarfeld reinschreiben, wie ihr das seht oder wie ihr das Spiel gestern gesehen habt. Könnt natürlich auch Grüße loswerden, die will ich dann im nächsten Video weitergeben. Und ja, bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann, Lebenslang Grün-Weiß, Lebenslang Werder Bremen. Bis dann, ciao.